Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Ja, ich habe ja gesagt, es kommt noch etwas anderes mal. Etwas anderes als gedacht von Spielen. Und ja, das wird dann noch erst nächsten Monat kommen. Naja, man sollte immer erst denken und schauen und dann sollte man handeln. Weil ich habe nämlich gedacht, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Spiel mehr, außer die zwei, wo ich gesagt habe. Und dann kamen die zwei Assassin's Creed Versionen. Alles gut und schön, hätte ich das andere immer noch machen können. Nur nicht mehr ganz so groß, wie ich es vorhatte. Und ja, dann kamen zwei Dinge dazu. Das eine Spiel, was ich sowieso holen wollte, habe ich jetzt doch noch geholt, obwohl ich im letzten Video gesagt habe, ja, das kommt dann nicht. Oder, ja, zumindest sollte ich es gesagt haben. Ich habe gestern so viele Versuche dafür gebraucht, also... Ja, aber ich werde heute erst noch hochladen, das Video. Den besten Versuch habe ich natürlich dann genommen, wo alles reingepasst hat und so. Aber ich weiß nicht, ob das damit drin ist. Auf jeden Fall habe ich es mir geholt, und zwar Star Wars The Force Unleashed 2. Also ich war bei einem Laden, der sich Müller schimpft. Nun ja, ich sag schimpft, einfach nur so. Ja, hier ist Star Wars Force Unleashed 2. Da werden wir jetzt auch mal kurz reingucken mit meinem schönen Messer. Ja, es ist nicht das Beste, ich weiß, aber ich weiß nicht mal, ob das überhaupt geht damit. Nee, scheiß auf das Messer. Ist jetzt egal, das kriegen wir auch ohnehin. Das ist nicht mal dafür gedacht. Aber ich habe mein anderes Unboxing-Messer habe ich nicht gefunden. Muss ich doch nur schauen, ob ich irgendwie das aufkriege. Komm schon. Muss ich einen kurzen Schnitt machen, aber das will ich jetzt nicht tun. Ich mache das jetzt hier mal hinten einfach auf. Oh, da haben wir es auch schon auf. Aha. Ja. Wie gesagt, ich war bei Müller. Der Laden schimpft sich Müller. Ich sagte, es schimpft einfach nur so. Wie schon gesagt. Und da haben wir es dann offen mit dem klassischen Xbox-Siegel. Tun wir den Müll einfach mal kurz zur Seite hier. Plastikmüll hier. Ja, Star Wars Force Unleashed 2. Werde ich mal schauen, ob ich das Siegel hier irgendwie abbekomme. Ich hoffe, man sieht es gut im Video. Ja, super. Ach, komm schon! Verarsch mich doch nicht! Das Siegel auch noch abbricht. Ich guck mal, ob da ein Code drauf ist. Nein. Also wir haben hier Star Wars Force Unleashed 2 und das Handbuch. Gekostet hat es mich 29,99. Ja, für das Spiel, ich habe schon auf dem PC gespielt, nur leider funktioniert meine PC-Version nicht mehr, warum auch immer. Ja, das ist es nicht unbedingt wert. 20 hätten es auch getan, aber ich habe es woanders mal gesehen für 20, aber ich dachte, in der Zeit dachte ich mir, nee, ich nehme es jetzt nicht mit. Ich hatte so lange gewartet, kann es auch jetzt noch warten. Und ja, jetzt habe ich es mit und in dem anderen Laden habe ich es nicht mehr gesehen, sonst hätte ich es dort mit. Aber jetzt halt hier für 29,99. Und dann habe ich noch etwas mit. Da musste ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber es hat sich gelohnt. Und zwar ist das Skylanders Superchargers, das Starterpack mit der Bowser Amiibo. Für die Wii natürlich. Die Wii U habe ich ja leider nicht. Und 3DS-Version gab es so nicht. Wii. Jetzt ist es ein bisschen angeditscht. Ich weiß nicht, ob man es im Video gut sehen kann. Und ja, es ist die Dark Edition. Und ja, packen wir das gute Stück einfach mal für euch aus. Zeigen wir erstmal hinten. Bowser plus Shuttle gleich das hier. So ungefähr. Also hier die Super Chargers Kombos erklärt. Super Chargers Kombos macht Charger und vielleicht. Edge Charakter und. Viel. Ach, scheiß doch drauf. Einfach hier Bowser. Und der gibt den hier für die Super Charger Version einfach. Einfach nur, soll ich mal so ein bisschen erklärt hier. Und ja, hinten sieht man noch ein bisschen drauf, wie die, also so ein paar Szenen aus dem Spiel. Ja,
Ach so, das steht sogar drunter noch auf Deutsch. Ich bin blöd. Ich lese es oben und unten steht es auf Deutsch. Supercharger-Kombo. Kombiniere Charaktere und Fahrzeuge zum Superchargen. Sprechen. Ich nicht kann sprechen. Ich sprechen muss wie Yoda. Oder wie Jar Jar oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich sehe nichts, der sprechen kann. Ja gut. Wenn diese Gefummelarbeit mal... Jetzt werden unser Unboxing-Messer recht. Und hier einfach durchcutten. Hier in der Mitte, hier durch einfach. Aber, naja, das habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Jetzt muss ich gucken, dass es sauber und ordentlich, ohne was kaputt zu machen, aufgeht. Ja, so halbwegs geschafft. Ja, okay, gar nicht geschafft. Nur hier. Nein, egal. So, hier oben haben wir die Skylander, die wir einfach rausschieben können. Die packen wir mal kurz zur Seite. Und unten haben wir dann den ganzen Rest. Hier haben wir einmal das Spiel für die Wii. Da werden wir auch noch gleich mal reingucken. Aha. Da sieht man, dass das Spiel neuer ist. Ich weiß nicht, warum es überhaupt nur für die Wii erschienen ist, aber hier haben wir die Anleitung. Oder besser gesagt, hier haben wir das Blättchen, die Hinweise, und hier haben wir die Anleitung. Das sieht für mich so ein bisschen rausgetrennt aus irgendwas. Ja, fühlt sich auch ein bisschen so an, aber... Hauptsache, das Spiel funktioniert noch. Sagen wir es mal so. Oder Hauptsache, das Spiel funktioniert, weil es ja neu ist. Ja. Hier seht ihr noch mal die Disc. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und hier haben wir dann, wenn ich es rauskriegen würde. Ah, Le Portale. Besser gesagt, das Portal. Keine Ahnung, warum ich das so gesagt habe. Hier für die Kristalle, wo man es einfangen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. Halt für den Vorgänger Skylanders, die Kristalle zum Reinstecken. Und hier kann man die draufstecken dann. Hier haben wir das Poster von denen, die es gibt. Werde ich jetzt nicht auspacken, aber es sieht ein bisschen hochwertig aus als die anderen. Dann haben wir hier eine Anleitung, wie man das Portal benutzt. Und ein Skylanders Battle Chest Pack, was ich euch auspacken werde. Vorsichtig, da dort weniger Karten drin sind. Aha, ich kann schon ein bisschen was erahnen. Okay, hier haben wir einmal eine Informationskarte. Zur Seite damit. Und dann haben wir zwei Karten, nämlich einmal Stealth Elf, die eigentlich in vielen Skylanders als Starter-Ding mit dabei ist. Und dann haben wir hier Splitfire. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu den ganzen Skylander. Bowser kann man auch als Amiibo benutzen. Hier haben wir sie. Ich werde euch jetzt gleich mal noch einen Namen zeigen. Dann werden wir es einfach mal unboxen. Sofern es denn möglich ist. Nicht irgendwie noch zuklebt oder so. Soll es überhaupt so irgendwie aufgehen? Ja. Diese Mechaniken immer. Ah. Da haben wir es auch schon offen. Werde ich die hier hinten hinter der Kamera mal rausziehen. Ganz vorsichtig. Dass wir sie uns dann auch so wieder ins Regal stellen können. Wenn wir sie nicht benötigen. Shiny. Dann tun wir das mal zur Seite. So.
Mein letztes Skylander-Unboxing ist ja sogar in der Spielzeug-Ding gelandet. Also ich habe mal einen Vorschlag bekommen für Spielzeug-Ding, weil ich das geunboxed habe. Das letzte Skylander schon. Und da habe ich gesehen, zumindest in den Vorschlägen war es sogar schon drin, dass mein Slot auch mit vertreten ist. Mein anderes Skylander-Unboxing. Würde das jetzt bitte mal funktionieren, so wie man es denn gerne hätte? Ach komm schon! Hier haben wir schon mal Bowsers Fahrzeug. Oder Flugzeug. Ich weiß nicht, ob hier noch Räder rauskommen sollten. Es ist vom Element Luft. Ja, Luft. Natürlich, was ein Flieger ist. Oh, Bowser. Ah, schon besser. So, Amiibo. Und dann können wir. Also, hier haben wir Bowser erstmal. Seht ihn in Dark. Und hier haben wir die Skylander-Funktion. Da können wir drehen. Dann steht hier. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Steht hier Skylander unten dran. Wenn wir es drehen, steht hier Amiibo dran. Und hier wieder Skylander. Also wir können es benutzen als Amiibo oder als Skylander. Dann haben wir den allerersten Siegerpokal. Und zwar von Chaos. Okay, warum Chaos? Naja, egal. Dann haben wir hier ein funktionierendes. Oder ein, wo die Räder halt sich drehen lassen, Fahrzeug. Was für eins das ist, weiß ich nicht. Es ist vom Typ Feuer. Und dann haben wir hier noch, ich will ihn nicht kaputt machen. Ich will ihn echt nicht kaputt machen. Ich will es wirklich nicht kaputt machen, weil es sieht so aus, als würde das oben gleich abbrechen, wenn ich das oben nehme. Deswegen muss ich ein bisschen fummeln. So Leute, hier seht ihr jetzt nur den zweiten Teil. Meine Aufnahme hat gerade abgebrochen. Ich habe das nochmal aufgenommen und halt ein bisschen zu lange an dem letzten Skylander hier rumgebraucht. Wo ich leider... Ja, wobei, wo ich sagen würde, ich weiß leider den Namen nicht von ihm hier, von dem kleinen Kerlchen hier. Aber ich glaube, ich kann mir denken, wer es ist. Und zwar denke ich, weil ich habe die normale Version von ihm nicht wirklich gesehen, und zwar denke ich, dass es Splitfire ist. Ja, wenn ich richtig liege, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und ja, den Rest tun wir jetzt erstmal zur Seite. Ja. So. Na, stellen wir nochmal kurz scharf. So. Das soll es dann aber auch von dem Video gewesen sein. Tut mir leid, dass es jetzt zwei Teile sind, die ich jetzt zu einem zusammenschneiden muss. Aber dieses kleine Kerlchen hier wollte nicht so richtig rausgehen und die Aufnahme hat dann automatisch gestoppt. Warum auch immer, ich weiß nicht, ich muss vielleicht nochmal was an der Kamera umstellen oder so, dass es einfach nicht so stoppt. Und ja, dann seht ihr hier nochmal die ganzen Skylander und Fahrzeuge und den Pokal. Ja, man sieht es ein bisschen schlecht. Ja, der Pokal und das. So, und das soll es dann auch erstmal für dieses Video hier gewesen sein. Meine Star Wars Force Unleashed Sammlung ist jetzt komplett. Ein dritter Teil sollte noch erscheinen. Oder, ja, sie haben einen dritten Teil mal angekündigt gehabt, haben ihn dann aber wieder verworfen. Deswegen ist meine Sammlung hiermit komplett. Und Skylander Superchargers für die Wii. Plus zwei Kartenpack. Ja.
Dann würde ich sagen, bewertet, kommentiert, abonniert, falls ihr das noch nicht habt, also falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es jetzt nicht gestört, dass es jetzt zwei Teile sind. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.